So, willkommen zurück zum IOD One. Ich habe es ein bisschen verkackt. Ich wollte ja eigentlich nach Arcane Golem da hinein weiter aufnehmen und zurückjoinen. Hab's leider nicht geschafft. Gut. Dann habe ich mir gedacht, gut, gehst den nächsten Tag rein, dann hast du ein neues Entry für free und kannst dann wieder durchrennen. Das habe ich jetzt auch getan. Wir haben dadurch ein Level abbekommen und fast ein halbes Level wieder, was ich ziemlich extrem finde. Passt. Alle so sind. Gut, dann wollen wir jetzt mal weitergehen. Da waren wir stehen geblieben. Und ich habe auch gerade eben was gedroppt, und zwar ein EOS bis 4, das ich jetzt mal anziehen werde. Jetzt sehe ich ein bisschen nackig aus, aber na gut. Und ich habe das Problem aber noch, und viele haben das wohl, ich habe da nämlich noch ein bisschen rumgehört, und zwar, sobald die MP hier gleich weggeht und er automatisch MP-Pot schlucken will, bricht bei jedem die Combo ab, so wie jetzt. Gut, könnte ja auch ein Break jetzt von mir gewesen sein, aber das haben ziemlich viele, ich habe das ziemlich stark mit dem Wizard vor allem, auf dem FB ist mir das auch schon ein paar Mal passiert. Ich weiß nicht, woran das liegt, keine Ahnung. Manchmal funktioniert es gut, manchmal geht es gar nicht. Oh, keine Ahnung. Vielleicht ist auch meine Holzleitung zu low, keine Ahnung. 16.000 habe ich aber hier. Sollte eigentlich lang. Hatte ich sonst früher noch nie Probleme gehabt. Gut, aber wie gesagt, zum Glück bin ich nicht der Einzige, der dieses Problem hat. Es sind mehrere andere auch. Vakuum, den haben wir ja. Den Skill. Und ich bin schon mal gucken. Ich will ein bisschen öfter, ein bisschen mehr EOD rennen. Also schlechte XP gibt es auf jeden Fall hier drinnen nicht. Ich denke mal bis 60 komme ich auf jeden Fall noch. Mal gucken, ein bisschen Blumstin im Kipp. Ja, wenn... Ja, Titanium weiß ich gar nicht. Hier von den Mobs. Ich weiß nicht, ob Titanium auch aus den Kisten kommt. Bis jetzt nur Blumstin. Kram. Das... ein bisschen der Equip hier holen, und also muss ich mir halt sowieso später nicht bald neues kaufen, weil das euer Miet ist so langsam. Ja. Viel zu schlecht hierfür. Also für die nächsten Gänge, die wir vorhaben. Für EOD geht es ja hier noch, also geht noch ganz gut hier. Aber so jetzt bald Ruina Station, die normale. Womit wir, glaube ich, 75 rein können. LED können wir ab 75, wo ich als nächstes reingehe. Leute haben geschrieben, das soll da wohl am Anfang ganz gut gehen bei den Orks. Das werde ich denen auch gleich mal austesten. Ihr könnt mir ja gerne, also für den Low-Level-Bereich ist echt ein bisschen haarig oder ein bisschen nervig das Level. Vor allen Dingen, im letzten Video habe ich ja schon erwähnt, dass ihr da entscheiden dürft wegen den Questen, so ob ich die jetzt noch alle nachholen soll. Weil, Special hat es auch schon geschrieben, es sieht so aus, als wäre das ein Level 190er Wizard ohne Nation. Und ja, da könnt ihr dann noch ein bisschen entscheiden, ob ihr das später machen wollt oder ob ich das später machen soll mit den Questen. So, hier werde ich nämlich jetzt mal versuchen, ich weiß nicht, ob es gut hier geht, aber ein bisschen versuchen hier zu leveln. Und so hatte ich das eigentlich gedacht. Geht eigentlich. Es sind zwar noch wenig Mobs, aber oh, allzu viel Schaden mache ich auch nicht an denen. Aber wenn ich mal alle treffe. Deswegen hasse ich Cannons, ey. Ich hasse sie. Oder einfach die Gegner durch die Gegend schleudern, dann trifft man nicht mehr alle. Komme ich schon später auf die Computer Transcender Skills G-Master. Okay, wollen wir mal gucken. Das könnte echt haarig werden hier zu leveln. Und gleich. Oh, unnötig. Sobald ich nämlich hier gleich so einen von diesen Bossen hier down habe, sind kleine Mini-Bosse, kommen ja gleich drei neue.
Ah, vielleicht geht das, wenn ich alle drei down habe und dann mit BM3. BM3 wäre schon schön wert, ja. BM2 hier durchhetze. Mal gucken. Und ja, ihr könnt mir gerne später mal sowieso sagen, was für eine BM2-Kombi der Wizard E hat. Also für, wenn er halt komplett durchgespielt ist, bis Transcender. Wichtig ist, dass mir das schon mal ein bisschen so hinrichte, weil vom Wizard habe ich nicht große Ahnung. Boah, das war knapp. Dann eben schon wieder kommen, wo ich weil MK-Pot schlucken musste. Wo der Willkar war jetzt, dass man wieder ein bisschen manuell drückt. Das heißt, die MP-Pots selber drückt, damit keine Combo-Boy kommt. Ich mach das ja mal ab und zu, wenn ich das dann gerade im Blick... Naja, leck mich. Achso, und am Samstag müssten alle Leute von euch, nicht alle, fast die meisten deutschen Spieler, übelste Lecks in Kabal gehabt haben. Und generell in mehreren Online-Spielen. Das war nicht nur Kabal. Das war komplett deutschlandweit. Manche blieben ganz harmlos, also manche blieben ganz normal, also Kabel Deutschland oder sowas. Die hatten keine Probleme, aber da war wohl irgendwo ein Fehler im deutschen Netzwerk. Viele hatten das Problem. Weil ein Kollege fragte mich auch, ob wir das haben, weil er spielt halt LOL und ist die ganze Zeit rausgeflogen. Wir sind in Kabal die ganze Zeit rausgeflogen, also Samstag gegen Nachmittag, gegen 3, 4 Uhr fing das an. Denk mal, das hatten viele von euch auch gehabt. Manche konnten halt, wie gesagt, zwei spielen. Die hatten keine Probleme, aber viele waren halt dabei. Ah, scheiß MP-Pots, komm. Mein Inventar schon wieder voll, ja. Krass. Schon wieder MP-Pots. Dann, wenn mein Inventar voll ist, machen wir mal kurz alles kaputt, ja. Oh, da ist schon mal ein Boss. Machen wir da schon mal Auto-Attack drauf. Blöde ist ja bei dem Lucian Orb, dass der nur One-Slot ist, ne? Die Mobs haben auch viel zu viele Items, das ist brutal. Na. So, letzte Seite. So, endlich fertig. Sauer. Irgendjemand schaut wegen dem Team begann, glaube ich zumindest. Oh, ne, nicht wirklich. War öffentlich der Chat.
Ah, spät. Sind die einzigen Zombies, die man kaum juren kann. Obwohl, es geht eigentlich. Wenn man bei mir steht. Oh, ja, fast Level Up schon. Bin mal gespannt im nächsten Raum. Dann werde ich mir mal den ganzen Haufen mal zusammenziehen und dann versuchen im BM3 dort zu stehen. Gucken, ob das überhaupt funktioniert. Achso, war noch gar nicht der letzte, ah, verdammt. Wo kommt der jetzt erst? Oh Gott, ah! Dieses mit dem MP, das nervt mich so dermaßen. Ich bin so ein Boss, kann ruhig die Cannon jetzt mal aktivieren hier, dass er den zurückschleudert. Ah, danke. Dafür sind die gar nicht verkehrt, aber so jetzt in der Masse ist scheiße. Diesmal hat der MP fortgeschluckt ohne Combo-Break, okay, gut. Ich kann nicht die ganze Zeit auf die MP-Leiste achten, das ist doof. So, dann versuchen wir mal unser Glück. Ich finde, wie gut man die Loot kriegt. Man hat damals den ganzen Raum voll gemacht. Nur wird das immer schwieriger, es sind schon zu viele. Na kommt einfach mit. Nehme ich euch jetzt mal mit, den Rest hole ich gleich noch. Na komm. Ich habe das ungute Gefühl, dass ich das nicht überleben werde. Ja. Komm jetzt her. Okay. Gott, sind hier viele stehen geblieben. Okay, das Luren. Das Luren klappt schon mal einigermaßen. Kommt schon, ihr drei noch. Komm! Ich könnte ja noch was aktivieren. Oh, das mache ich auch. Na, jetzt übertreiben wir mal richtig. Ja, komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Okay. So, schön da stehen bleiben. So, nächste Seite. Komm mal hier auch mit. Schön brav mitkommen. Schön brav mitkommen. Gut. Jetzt stehen schon mal alle da. Wie war die noch? So war das, ne? Genau. Peace.
Der nächste Torch ist da. Hä? Oder auch nicht? Den aktiviert er nicht? Warum?